Es scheint in der Tat noch ein bisschen weit bis zum Leichtathletik-Europameisterschaft 2018. Es sind aber in 6 Wochen nur noch 2 Jahre. Das heißt für uns, wir haben Bergfest in der Vorbereitung. Wir kommen jetzt schon in die Umsetzungsphase. Am 22. August, am Montag nach Olympia, wird bereits der Ticketstart erfolgen. Wir werden dementsprechend unsere Website launchen. Wir werden unsere ganzen Social-Media-Kanäle eröffnen. Ich darf Ihnen vorstellen, Herrn Frömming, das ist unser Medienchef für die Europameisterschaften, der Herr in dem grünen Hemd, der wird dann neben Pitt Schmidt Ihr Ansprechpartner sein. Der Zeitplan ist schon im Prinzip fertig. Ich will nicht sagen, dass wir schon morgen anfangen können, da gibt es noch Abstimmungen mit dem Fernsehen etc. pp., aber der Vorbereitungsstand ist so, wie wir uns vorstellen. Bei den Europameisterschaften in Amsterdam wird es eine sogenannte Midnight Reception geben. Was hat man da geplant? Was ist da dran? Ja, Reception heißt Empfang. Wir werden am 9. Juli, und zwar nach der Veranstaltung in Amsterdam um 23.30 Uhr, einen Empfang durchführen für die Leichtathletik-Europameisterschaften. Das ist für uns ein sehr wesentlicher Zeitpunkt, weil es zum einen dann die Fahnenübergabe ist zur nächsten Europameisterschaft. Wir sind die Nächsten. Und es ist ein neuer Schritt auch bezüglich Europameisterschaften, weil es ein komplett neues Konzept geben wird. Die Leichtathletik-Europameisterschaften werden eingebunden in die European Sports Championships. Wir tun uns mit 6 weiteren Europameisterschaften zusammen und das werden wir an dem Abend präsentieren in einer innovativen Form. Sie sollten sich das nicht entgehen lassen.